Man legt sich nicht mit der neuen Weltordnung an. Die neue Weltordnung ist die, und das ist wirklich ziemlich einfach. Also selbst wenn du dumm bist, was du sehr gut sein könntest, kannst du das verstehen. Ich hab dich im Visier. Ich glaube, du wirst bald merken, wo es lang geht. Ich liege seit Wochen lethargisch auf meiner Couch, inner von Filmrissen, zerschossenen Matrix. Hat den Revolver geladen, neben der Whisky-Glas-Karaffe. Spock-Wolkenschwaden entfahren der Zigarettenasche. Mischen sich mit dem diesigen Dunst des Zimmerpflanzenwassers. Jalousien gegen Lichtstrahlen und Mittelmaß gepanzert, aber alles ist in Ordnung. Mein Chaos hat System, hängt den Pathos im Verborgenen, den Argwohn im Foyer. Ich scroll ein wenig durch die Timeline meines Lebens, und mein Gehirn empfindet dabei beidseitigen Ekel angesichts der aber tausenden bedeutungslosen Existenzen, für die mein einziger Freundschaftsbonus referenziell ist. Für die meisten hab ich heute nur noch Desinteresse oder so viel Hass. Sie suchen Zeugenschutz in Rettungswesten. Meine Mucke zeigt, was du wahrhaftig wert bist. Hält dir den Spiegel vor, reicht dir die scharfkantigen Scherben. Beweismänner den Schneid in meinem Schlagschatten zu sterben. Einzige Gelegenheit danach ist die Adello Muerto. Sei dir sicher, so mancher, der mir als Bein pissen wollte. Heute vermodert, heute unentdeckt in seinen Zwei-Zimmer-Räumen, in dem von Fleischwaren besetzten Tommy Hilfiger Hoodie. Ich seh in dir eigentlich mehr ne Bondage-willige Pussy, denn einen Gegner für den Ripper. Du wirst abgefrühstückt. Ich drop auf Fotzen, die mir schaden wollen, wie nebensächlich Kataklysmen. Bist du dir wünschst, du wärst schon in deinem Brutkasten verreckt oder tot aus dem Geburtskanal gepresst. Und wären wir in den 40ern, dann hättest du ein Date mit einer Dosis Zyklon B gehabt. Im Buchenwald-KZ und deine Hurenmutter hält dich noch persönlich abgeliefert und dem Arzt gesagt, der Spaß ist ein obszön degenerierter, der nur knapp davor steht, dass er an einem Herzklappenausfall stirbt und damit ihre Erbstande ausradiert. So ungefähr wirst du dich fühlen, wenn ich hier fertig bin. Schau meine Imperien zerstören deine Märchenwelt. Also kauf dir Ben & Jerry's, schau ein paar Serien oder du könntest nicht selbstverständlich auch einfach sterben gehen. Ist finito jetzt. Du machst ein Fass auf und es riecht nach Beziehungsstress. Ich mach ein Fass auf und es riecht nach Formaldehyd. Und deine blasse Haut wechselt zu Korallengrün. Hast du den Arsch auf oder warum willst du dich messen? Willst du dich messen? Du reißt dein Maul auf. Stilles Entsetzen. Ich reiß mein Maul auf und mach dich rund, du Fotze. Mir brennen Whisky und Hass auf den Zungenknospen. Ich sitz 10 Stunden am Tag in meinem Scheißbüro. Schreib abends 10 Minuten an dem Patron und der Scheiß ist dope. Du schaffst nicht im Ansatz, was ich schaff, ganz ohne Leistungshoch. Ich trag von den Füßen übers Portemonnaie zum iPhone Pro. Bis hin zum Aktenkoffer nur Echtleder. Komm aus der Chefetage. Navy blauer Sakkostoff ohne Webfehler. Bin für hartgesottene Vladivostoker Geld. Und hab wenig Zeit für Sozialschmarotzer mit Herzfehler. Wenn ich sie mir nehm, dann nur zum Setzen eines Statements. Dann schließ dir Hurensohn vielleicht Respekt in deinen Schädel. Was für Flexen, ich hab nur ne Flex wie Patrick Bateman. Und zerfetz dich durch das Reflexvisier meiner Ray-Ban. Wie sagt man gleich, solle wen man Liebe gehen lassen? Heißt, ich halt mir in der Nähe, wen ich hasse. Trigger dich mit permanentem Säbelrasseln. Denn ich hab nen selbstgefällig ekelhaften Fetisch für das Quälen schwacher menschgemachter Rhesusaffen. Aber die paar Angstattacken ist ja nicht so, als hättest du nicht eh schon Medikamente. Kamentöse Spasmen beim Geldzählen anderer an der Rewe-Kasse. Ich seh die Zukunft deiner Gene in der Babyklappe. Aber ey, ich wünsch dir alles Gute der Welt. Die große Liebe und ihr eine Immundefizienz. Fuck mich noch einmal ab. Ich bring echt den Terror in deine Nachbarschaft, dass du vor Heidenangst deine Spenderorgane kacken kannst. Glaub mir, nach dem nächsten Treffen brauchst du keinen Notarzt, sondern etwas gegen die Schmerzen und einen Notarzt. Du willst dich wirklich mit dem Ripper messen? Ich habe keine Feinde, ich habe Zielsubjekte. Und gib einen allerletzten Warnschuss ab. Messerscharf vorbei an deinem angesprayten Haaransatz. Also heul dich zu Star Wars in den Schlaf, du Spast, oder liefer dir mit paar Frankfurt eine Straßenschlacht. Ist finito jetzt. Du machst ein Fass auf und es riecht nach Beziehungsstress. Ich mach ein Fass auf und es riecht nach Formaldehyd. Und deine blasse Haut wechselt zu Korallengrün. Hast du den Arsch auf oder warum willst du dich messen? Willst du dich messen? Du reißt dein Maul auf. Stilles Entsetzen. Ich reiß mein Maul auf und mach dich rund, du Fotze. Mir brennen Whisky und Hass auf den Zungenknospen. Ist finito jetzt. Du machst ein Fass auf und es riecht nach Beziehungsstress. Ich mach ein Fass auf und es riecht nach Formaldehyd. Und deine blasse Haut wechselt zu Korallengrün. Hast du den Arsch auf oder warum willst du dich messen? Willst du dich messen? Du reißt dein Maul auf. Stilles Entsetzen. Ich reiß mein Maul auf und mach dich rund, du Fotze. Mir brennen Whisky und Hass auf den Zungenknospen. Nicht. Okay, hört zu. Wenn das einer von euch nochmal macht, dann leg ich den Scheißtyp um, ohne Ausnahme. Der erste ist umsonst, ist ein emotionaler Moment. Ich verstehe das.